So we were thinking about the power of the Word of God together with the Holy Spirit transform our life to make us a new creation. Also wir haben darüber nachgedacht, dass das Wort Gottes gemeinsam mit dem Heiligen Geist, die Macht des Wort Gottes gemeinsam mit dem Heiligen Geist unser Leben verwandelt. Our desire is surely to live a holy life. Unser innerstes Verlangen ist sicher, dass wir ein heiliges Leben leben. But at the same time, it is not easy. Aber gleichzeitig ist es nicht so leicht. Now there are several type of thinking. Es gibt verschiedene Gedanken dazu. But what Jesus tells us is that focus on Jesus, he will transform us. Aber was Jesus uns sagt ist, konzentrier dich auf Jesus und er wird uns verwandeln. That is what Jesus said, I am the way, the truth and the life. Und Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Yes. I am your good shepherd. Ich bin euer guter Hirte. So, but although we are focusing on Jesus, it is a gradual process to experience Jesus in its fullness. Und obwohl wir uns auf Jesus konzentrieren, ist es ein schrittweiser Prozess, Jesus auch zu erfahren. So we have to have a full hope that eventually, surely Jesus will transform, or the transformation will be full in us or about us. Also wir brauchen die Hoffnung, dass letztendlich diese Verwandlung in uns eine vollkommene sein wird. Maybe in some people it happens very strongly, abruptly, but in some people it happens gradually. In manchen Menschen wird das sich vielleicht ganz plötzlich ergeben, aber in anderen Menschen wieder schrittweise. Like St. Paul, it so happened suddenly and from that moment he is a completely different man. Beim heiligen Paulus zum Beispiel ist das ganz plötzlich geschehen und in dem Moment ist er völlig verändert worden. Yes. And Jesus also set an example about the seeds fell or the weeds planted by the thief in good farming, in the midst of the good seeds. Jesus hat auch ein Beispiel gegeben, wie Unkraut innerhalb von anderen guten Pflanzen gesät wurde. And then the next day, the people asked, shall we pluck them out? And the master said, no, let them grow. Und dann haben die Leute Jesus gefragt, sollen wir dieses Unkraut ausreißen? Und hat er gesagt, nein, lass es wachsen. So this is for us today is a difficult thing to accept. Das ist heute für uns sehr schwer anzunehmen. Yes. Why let it grow? Why Jesus say let it grow? Warum hat Jesus gesagt, lass es wachsen? Because here we must understand, eventually the sin cannot be victorious. God will be victorious. Denn hier müssen wir verstehen, letztendlich wird die Sünde nicht siegreich sein. Gott wird siegen. God has already destroyed, killed the power of Satan and the power of sin. Gott hat die Macht des Teufels und der Sünde schon zerstört. God has
God won the battle. Gott hat die, den Kampf schon gewonnen. But still the opposition party, some people are in our area. Still the opposition party. Aber die Gegenpartei. They are in our area. Ist in unserer Umgebung. Yes. And Jesus say, in my name, you tell them to go. They will go. Und dann hat Jesus gesagt, in meinem Namen, sag dem, sag ihnen wegzugehen und sie werden weggehen. Yes. So, we must recognize in practical situation, some people are happy to live in sin. Some people are happy to live in sin. Also wir müssen verstehen in der Praxis, dass manche Menschen einfach froh sind, um in der Sünde zu leben. Why it is so? Warum ist das so? Ja, die kennen ja das Leben mit Gott nicht. She says they don't know life with God. Yeah. So although they are believers, they are baptized, confirmed, they go for daily holy mass, but yet it is all probably a ritual. It is not an experiential way. Also es gibt Menschen, die getauft sind, gefirmt sind und sogar täglich zur Messe gehen, aber es ist für sie nur ein Ritual. They must experience the sacraments. Sie haben die Sakramente nicht erfahren. Yes. I remember a woman traveling with me to India. Ich erinnere mich jetzt an eine Frau, die mit mir nach Indien gefahren ist. She was sitting in the flight near to me. Am Flug saß sie neben mir. So I asked her, where are you going? Und ich habe sie gefragt, wohin reisen Sie denn? So she said, I am going to an ashram in India. Und sie hat gesagt, ich reise zu einem Ashram in Indien. Yes. What is your name? Was ist Ihr Name? Christina. Christina. So I said, are you a Catholic? Are you a Christian, a Catholic? Und da habe ich gefragt, bist du eine Christin oder bist du Katholikin? She said, I was a Catholic. Now I am Hindu. I am in the ashram of a Hindu guru. Sie hat gesagt, ich war Katholikin, aber jetzt bin ich im Ashram eines indischen Gurus. So I explained, I am a Indian and I am coming to Europe to proclaim Jesus. Und ich habe ihr erzählt, dass ich Inder bin und dass ich aber nach Europa fahre, um Jesus zu verkünden. So it was a shock for her. Das war ein Schock für sie. Then we discussed. I said, what happened to you? Why all these things happened in your life? Und dann habe ich sie gefragt, was ist mit dir passiert? Warum ist das in deinem Leben geschehen? She said, I have no experience of God. Ich habe keine Erfahrung Gottes, sagt sie. Now, then I spent time for her to explain how to get this experience. Ja, dann habe ich auch noch Zeit damit verbracht, zu erklären, wie sie diese Erfahrung haben könnte. So, she was baptized, she was confirmed, she went to Holy Mass, but have no experience. Sie war getauft, gefirmt und ist zur Messe gegangen, zur Heiligen Messe gegangen, aber hatte keine Erfahrung. Yes. So this is a very common thing, particularly in Europe. Das ist sehr verbreitet, vor allem in Europa. So many are living, they say, they are leaving the church or they are leaving the faith, they are trying some other religion. Und sie verlassen die Kirche und versuchen, andere Religionen kennenzulernen. I know such people, they spend in another religion or another way 10 years, 20 years, and then they come back to Catholic Church again. Ich kenne solche Menschen, die sind 10 oder 20 Jahre bei einer anderen Religion und kommen dann zur katholischen Kirche zurück. Because that trial is also done, they are also finally no experience. Denn auch dort haben sie keine Erfahrung. So, what is important is faith. They have, although, so when we
really experience God through the sacraments, then only our life will be experiential. Means our faith, or rather the sacraments are sacraments of faith. We must experience our faith. Also die Sakramente sind Sakramente des Glaubens und wir müssen diesen Glauben in den Sakramenten erfahren. In my opinion, it is a need of a teaching. We have to go through a steps of teaching what is Eucharist, what is baptism. We must go in more in teaching, then only we will know, aha, this is so good. Also meiner Meinung nach ist es eine Frage des Lernens, was wir in diesen Sakramenten erfahren können. Yeah. And when we then saw, if anybody who are believers but yet living in sin with pleasure, that means they don't experience Jesus. Es gibt auch Menschen, die baptized, die getauft sind. They are believers in die the sense. Die Gläubige sind. But they enjoy living in sin. Die aber es genießen, in Sünde zu leben. They are happy. Die sind glücklich damit. That means there is a contradiction. Also da ist ein Widerspruch. If they really believe in Jesus, wenn die wirklich an Jesus glauben, they will experience Jesus, werden sie Jesus erfahren. And that light will expel the darkness in them. Und dieses Licht wird die Dunkelheit in ihnen vertreiben. Yes. So Jesus said, they will know the truth and the truth will set them free. Sie werden die Wahrheit wissen und diese Wahrheit wird sie freisetzen. Yes. But yet, some people it may happen immediate, some people it may not happen immediate. Und bei manchen Menschen ist das eben ganz plötzlich und bei anderen schrittweise. So it is a process of growth. Das ist ein Prozess des Wachstums. But when we really believe in Jesus, surely Jesus will set us free from our sins. Aber wenn wir an Jesus glauben, wird er uns sicher frei machen von diesen Sünden. If not today, in few days time or in our lifetime. Auch wenn das nicht heute passiert, aber ganz sicher während unseres Lebens. Because Jesus already lives in us through faith, through sacraments. Denn Jesus lebt schon in uns durch den Glauben und durch die Sakramente. So that is why St. Paul says in Romans chapter 7. Daher sagt der heilige Paulus im Römerbrief Kapitel 7. That I want to do good thing, verse 19. Vers 19, Römerbrief. I do not do the good I want, but I do the evil I do not want. I can't see it. Chapter 7. This is Ephesians. Here, Romans. 7. Römer, Kapitel 7, Vers 19. For I do not do the good I want, but I do evil I do not want. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Weiter. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde.
So then, verse 21 says, so then I discover the principle that when I want to do right, evil is at hand. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. 21. Ja, das war 21. Yeah. Once again, so then I discover the principle that when I want to do right, evil is at hand. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. For I take delight in law of God, in my inner self, but I see in my members another principle at war with the law of my mind, taking me captive to the law of sin that dwells in my members. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Miserable one that I am, who will deliver me from this mortal body? Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem, dem Tod verfallenen Leib erretten? Now the answer is, thanks to God through Jesus Christ our Lord. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So here St. Paul is giving us a teaching from his own practical life. Hier lehrt uns der heilige Paulus etwas, was aus seinem eigenen Leben gegriffen ist. He says, I discover a principle working in my body. Ich habe ein Prinzip entdeckt, das in meinem Körper wirkt. Yes. So we must understand, when I want to do good, when you want to do good, sometimes it is not happening. It is the bad still happening. Also, wir müssen also verstehen, auch wenn wir manchmal Gutes tun wollen, geschieht es nicht. Es geschieht noch das Böse. So this is the struggle today the humanity is facing. Und das ist der Kampf, den heute die Menschheit noch ausfechtet. Many people, we say, why are they doing like this? That is sin. They should not do this. But yet, they also know this, but they are not able to come out from that. Also wir sagen, warum tun die das? Das müsst ihr doch wissen. Und doch tun sie es und können nicht sich davon lösen. We think they are very happy of living like that or doing like that. Wir glauben oder wir denken, dass sie ganz froh sind, so zu leben. It may not be. Aber das ist unter Umständen nicht so. Mostly when we meet such people and when we personally talk with them, then they will open their heart and say, my life is terrible. I don't know how to come out of this. Wenn wir diese Menschen treffen und mit ihnen persönlich sprechen, dann sagen sie meist, es ist furchtbar, ich weiß nicht, wie ich mich da davon befreien kann. I want to come out from these bad habits. Ich möchte diese schlechten Gewohnheiten ablegen. I try my level best. Ich habe schon mein Bestes versucht. But I don't know how. Und ich weiß nicht, wie ich das tun soll. So this is a very practical aspect of our faith, that by our own power we cannot come out. Das ist ein ganz praktischer Aspekt unseres Glaubens, dass wir durch unsere eigene Kraft uns nicht lösen können. And that is what St. Paul says, what a miserable man I am. How can I come out from this? Darum sagt der heilige Paulus hier, was bin ich für ein unglücklicher Mensch? Wie kann ich mich befreien? So, the answer is given only through our Lord Jesus Christ. Und die Antwort gibt er auch nur durch unseren Herrn Jesus Christus. So, we must
Even if we see very bad thing people are doing, we must believe Jesus can set him free. Also auch wenn wir sehen, dass jemand etwas ganz Schlimmes tut, müssen wir daran glauben, dass Jesus ihn freisetzen kann. Maybe he is not able to believe that. Vielleicht kann er das nicht glauben. But you, if somebody other also believe, then also it is possible. Aber allein schon, dass jemand anderer das glaubt, kann es geschehen. And that other person who has that faith should pray for him. Und derjenige, der diesen Glauben hat, soll für diesen anderen beten. Yes. So, in this process, this is what I found out, that when Jesus came, there was sinners and Pharisees. Als Jesus kam, habe ich herausgefunden, da war, hat es Sünder gegeben und die Pharisäer. And Pharisees were not having an attitude like Jesus. They were always finding fault, criticizing, and they were looking at the sinners with a different, uncharitable way, also die, unmerciful way. Die Pharisäer haben eine andere Einstellung als Jesus gehabt. Sie haben immer kritisiert und die Fehler von den anderen gesucht und hatten kein Erbarmen mit ihnen. They felt, if they obey the Ten Commandments correctly, then they will be righteous. Die haben also geglaubt, wenn sie die 10 Gebote genau befolgen, dann sind sie gerecht. But that is not the truth. Das ist aber nicht die Wahrheit. This is where we are getting into a dangerous thinking. Da wird unser Denken gefährlich. Because we were also taught from childhood onwards, you must obey all the commandments. And live, then you are a holy person. Denn auch wir haben gelernt von der Kindheit an, dass wenn wir die 10 Gebote folgen, dann leben wir ein heiliges Leben. In all our religion department, catechism department, everywhere, we will find big picture about the 10 commandments. Also wir finden ja in unserer Religion auch oft ein Bild mit den 10, wo die 10 Gebote draufstehen. With the 2 stony tablets of Moses. Das sind die 2 Steintafeln, die Moses. But have you ever seen somewhere the new commandment is written like this? Have you ever seen somewhere the new commandment what Jesus gave is written and framed and kept? Habt ihr jemals aber gesehen, das neue Gebot, das Jesus gebracht hat, aufgeschrieben an der Wand? Have you seen? Yes, I have. Yeah, you have. Doch. Very good. So, we are probably, even after 2000 years, we are now growing in the understanding of this difference between the old and the new. Also jetzt nach 2000 Jahren wachsen wir noch in dem Verständnis zwischen dem Alten und dem Neuen. We have to learn this more and more. Wir müssen das noch viel mehr lernen. But because of our earlier formation, we have a Pharisee in our background, in our mind. Und durch unsere frühere Bildung haben wir auch den Pharisäer noch in uns. Yes. This Pharisee attitude tried to find out fault with everybody. Der Pharisäer, die Einstellung des Pharisäers ist die, die Schuld bei den anderen zu finden und zu suchen. In the New Testament, Jesus says, you have no authority or you are not to find
fault with others and judge others. Jesus sagt im Neuen Testament, ihr habt kein Recht, bei anderen die Schuld zu suchen und zu finden. Yes. Und sie zu verurteilen. And Jesus also said, when you judge others, you are judged by the same judgment. Und er hat auch gesagt, wenn ihr andere verurteilt, dann werdet ihr mit demselben Urteil verurteilt werden. We are somehow not able to come out from this. Auch hier wieder sind wir offenbar nicht in der Lage, uns zu lösen, uns zu befreien. From this judging attitude. Aus dieser verurteilenden Jesus once again said this, when, how can you, what, Matthew chapter 7, 4. Wir sind jetzt bei Matthäus, Kapitel 7, Vers 4. How can you say to your brother, let me remove the splinter from your eye, while a wooden beam is in your eye? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter an deinem Auge, aus deinem Auge herausziehen und dabei steckt in deinem Auge ein Balken? So this is the hypocrisy of the Pharisees. Das ist die Heuchelei der Pharisäer. But somehow this is in us. Und das ist in irgendeiner Weise auch in uns. That without really knowing, we are also finding out the fault with others and judging others and criticizing others. Ohne dass wir es wirklich wissen, suchen wir die Fehler anderer und urteilen und kritisieren. Now pay attention what I say. Now I am also criticizing you. Don't think like that. Also jetzt passt gut drauf auf, was ich sage, denn ich kritisiere auch euch. But don't think that way. I am trying to explain this. Aber das ist nicht meine Absicht. Ich versuche das hier zu erklären. This attitude of judging others, finding fault with others, is opposite to Jesus' kingdom. That's the point. Also diese Einstellung, andere zu verurteilen und ihre Fehler zu finden, ist der Gegensatz zum Königreich Gottes. Yes. Therefore, although we are baptized, although Jesus is in us, we are not able to experience Jesus because of this Pharisee attitude in us. Und obwohl wir getauft sind, können wir Jesus nicht erfahren oder nicht vollständig erfahren, weil wir diese pharisäische, heuchlerische Einstellung in uns haben. Yes. It is not easy to understand this. Es ist auch wieder nicht einfach zu verstehen. Because that is contradicting with Jesus. Denn es steht im Widerspruch zu Jesus. Now, another example is, you see, Jesus said every believer can do healing. They will, when they pray, they will, the sins will be, the sicknesses will be healed. Jesus hat auch gesagt, jeder Gläubige kann heilen. Wenn sie beten, werden sie die Krankheiten heilen. But in Catholic Church or in generally in the Christian world, how many do this? Aber in der katholischen Kirche und im Allgemeinen in der christlichen Welt, wie viele Menschen gibt es, die das tun? Why? Warum ist das so? My idea is, or thinking is, Pharisees never did any healing.
Also meine Einstellung dazu, mein Denken ist, dass die Pharisäer ja nie geheilt haben. They were against the healing. Die waren dagegen, gegen das Heilen. They had no charisms. Sie hatten keine Gaben, Charismen. So that is what. So even if we have the charisms and Jesus is in us, but because of our Pharisee attitude in us, we are not able to be fruitful. Also obwohl wir die Charismen haben, diese Gaben, und Jesus auch in uns wohnt, haben wir auch den Pharisäer in uns und wir können nicht fruchtbar sein im Heilen. That is the Jesus' power is not coming out. Also die Kraft von Jesus kann sich nicht in uns entfalten. A picture is coming to me is Saint Joseph in the Old Testament. I mean, in the New Testament, Saint Joseph. Und jetzt habe ich ein Bild vor mir. Das ist der heilige Josef im Neuen Testament. He was betrothed with Mary. Er war verlobt mit Mary, mit Maria. For them, it is as good as a married life, but they are not sleeping together till the marriage is over. Und sie wohnen aber nicht zusammen, solange die Hochzeit nicht stattgefunden hat. But once they are betrothed, they belong to one another. Aber sobald sie verheiratet sind, verlobt sind, gehören sie schon zusammen. But before marriage, he realized that his woman is pregnant, not from him. Und dann ist drauf gekommen, dass seine Frau oder seine Verlobte schon schwanger war vor der Hochzeit, also doch nicht von ihm. Isn't it a shock for him? Das muss ein Schock für ihn gewesen sein. Now he is a Jew. There are strong Jewish law. What should be done in this situation? Er ist Jude und es gibt ganz klare Gesetze, was in so einer Situation geschehen muss. What do you think? What is the law says in this situation? What should be done to such woman? Was glaubt ihr, was das Gesetz war in so einer Situation? Ja. Such people must be stoned to death. Also solche Menschen müssen zu Tode gesteinigt werden. Now Matthew chapter 1:19 says. Und jetzt gehen wir zu Matthäus Kapitel 1 Vers 19. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. 19. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Once again. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. So because he was a righteous man. So what is the righteousness he has? According to Moses or according to Jesus? Es heißt hier, Josef, der gerecht war. Was ist diese Gerechtigkeit? Ist das eine Gerechtigkeit gemäß Moses oder gemäß Jesus? Nach Moses. Nein, nach Jesus. What is that voice? It's outside. Oh, it comes through the... Okay. What is the righteousness Joseph was practicing there? Welche Gerechtigkeit hat Joseph hier praktiziert? Jesus. How both?
No, no. According to the law of Moses, such people must be stoned to death. But he is not obeying that. Gegenüber im Gesetz Moses müssten solche Menschen gesteinigt werden. So, now the point is, this is an emerging of the new law. It is a coming of the new law. Hier entsteht das neue Gesetz. Hier kommt das neue Gesetz. The new law is a law from the heart. Das neue Gesetz kommt vom Herzen. The Joseph says, oh no, I should not put her to shame. I should not trouble her. Let her do what. And he is quietly want to come out from Und this. Joseph denkt, ich soll sie nicht bloßstellen. Ich trenne mich von ihr in Stille. Yes. But normally a Pharisee would immediately call some people and show this incident and publicly put her into shame. Aber ein Pharisäer würde gleich andere rufen und sie öffentlich bloßstellen. So, what I want to say is, we must think like Jesus, that God is seeing everything. We don't have to see this. Also, wir müssen wie Jesus denken. Gott sieht alles. Wir müssen das nicht herausstreichen. And then you are in Jesus. Und dann haben wir Jesus in uns. Then your Pharisee nature is out. Dann ist die Natur des Pharisäers, des Heuchlers überwunden. Then only you can experience Jesus. Dann nur können wir